brauchen jetzt 6000 Gold ungefähr. Dann können wir uns dieses Randomizen von den Kindern nochmal holen. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee. So. Schädel stirbt. So. Oh. Oh. Das Fliegen ist echt super. Oh. Ich mag Stacheln absolut nicht. Raus hier, bevor ich mich noch mehr verletze. So. Ritter. Zack, zack. Kaputt. Sehr schön. Oh, oh. Okay, einfach nur vorsichtig sein, dann müsste das eigentlich alles relativ einfach gehen. Genau so. Also es gibt jetzt nur noch einen, der oben mittig ist. Da. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Ah. Viel zu viel zum Ausweichen. Und noch mehr zum Ausweichen und wegschubst Gegner und überhaupt. Lass mich hier durch. Erstmal Auge töten. Dann dich töten. Jetzt für Gold einen Sack. Ja. Au. Au. Wir sind gleich kaputt, wenn das so weitergeht. Raus hier. Raus hier. So viel dazu, dass der Wald auch mit zu den Einsammelgebieten gehört. Definitiv nicht. Wir sollten zurück zu einem Teleporter. Oh, unten rechts sind drei Kisten nebeneinander. Das könnte ein Teleporter sein. Oder müsste ein Teleporter sein. So, Schädel, komm mal her. So, Lebenspunkte, sehr schön. So, Lebenspunkte. Alles gut. Kisten. Alles schön. Und jetzt ab zurück ins erste Gebiet. Und da voll tanken. Hälfte haben wir schon frei und der Blob scheint echt machbar zu sein, wenn wir dann einen Barbar haben, der gut Lebenspunkte hat. Aber dafür sorgen wir jetzt hier gerade. Das wäre schön, bei fast jedem neuen Leben mindestens eine Klasse dabei haben, die wir auf jeden Fall gerne spielen wollen. Und ich habe vergessen, dass hier das Gebiet ist. Nein! Sir Gauder der Zweite. Gestorben an Stacheln. Ich hätte gerne später eine Übersicht, wie viele meiner Helden an Stacheln gestorben sind. Haben wir genug für das X? Dieses Leben noch nicht. Wir haben ein Sellsword, wir haben ein Hokage. Ich glaube, ich nehme mal kurz den Hokage. Einfach nur, weil ich gucken will, wie seine Spezialfähigkeit aussieht. Das mit dem Baumstamm. So, wir haben nicht genug Gold, um das freizuschalten. Schade. Und mit dem Hokage werden wir es bestimmt auch nicht bekommen. Also holen wir uns was? Mehr Lebenspunkte? Ja, mehr Lebenspunkte. Und mehr Mana. So, was? Wir können uns nach rechts warpen. Also wir können springen. Fliegen, dashen und warpen. Okay. Und unser Held kann nicht ordentlich lesen. Warp. Dash, 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 warp. Das ist kein bisschen irritierend oder so. Aber gut. Ich will nur ein bisschen Geld machen. Also eigentlich will ich 5000 noch was machen. Mehr soll dieser Held gar nicht schaffen. Ist gar nicht mal so schlecht mit dem Teleportieren. So. Gold ist eingesackt. Shootbox. Na gut. Pistol-Schrimm. Das ist nur in dem einen Raum.
Das hätten sie ruhig so einstellen können, dass es denn 5 Minuten lang läuft oder so. So, wir wollen weg hier. Au. Oh. So, Hühnchen wiederholen. Oh. So, Wald. Mehr Gold und so. Genau reingelaufen. Oh, aber ich merke gerade, unser Held hier hat die Sensen. Damit kann man ja doch recht viele Räume, wo man Gegner töten muss, öffnen. Die sind viel zu viele Stacheln und Gegner. Ups. Was? Okay. Au. Kann nämlich auch durch Gegner durchteleportieren. Muss ich gleich mal testen. Wenn dann irgendwo Gegner kommen. Ich höre oben das Getrappel vom Pferd. Ja, da wollte ich jetzt nicht durchteleportieren. Das war ein bisschen zu eng. Aber hier... Oh. Oh. Nö. Will er nicht. Also die Gegner scheinen das zu blockieren. Was das Ganze noch unvorhersehbarer macht. Und yay, noch ein Raum mit mehr Stacheln. Dankeschön, lieber Zufallsgenerator. Hops. Wow. Wow. So, Lebenspunkte sehen noch okay aus. Gold könnte ruhig ein wenig mehr sein. Und das Gröbste haben wir, glaube ich. Ding. Oh, oh, oh. So, dann das und das und das und überhaupt. Äxte. Nee, will ich nicht. Aber falls wir jetzt einen Raum finden sollten, wo man bestimmt einen Zauber braucht, um die Gegner zu töten, wissen wir, dass es hier die Axt gibt. Bei dem Fragezeichen da rechts. Oh. Warum habe ich den in der Luft gerade nicht erwischt? Oh. So. Böse Stacheln. Übel, übel. Komm schon. Ich könnte mal wieder ein paar Truhen gebrauchen. Oder so eine Halbbosse. Damit ich schnell auf die 5000 komme. Au. Ah, du bist keine Kiste, du bist ein Baumstamm. So. Ja. Das war ein wenig komisch, dass er genau im Weg steht und man quasi nicht dran vorbeikommt. Und hier ist die Truhe. So, Halbzeit. Naja, ein bisschen weniger als die Halbzeit, weil es war mehr als 5000. Aber sind gut auf dem Weg. So. Kaputt. Komm schon. Oh. Au. Hat er uns einfach aus der Luft geholt. Au. Was zur Hölle? Komm schon. Ein Drittel Leben. Nicht schön. Gold nähert sich langsam einem akzeptablen Wert. Trotzdem bin ich dafür, dass wir, wenn wir einen Teleporter irgendwo sehen, den benutzen, um nach Hause zu kommen. Und da ein wenig ist mein Kleinkram zusammen. Wow, hauen. Jetzt nicht rum, um irgendwelche Fässer zu zerstören. Was haben wir hier? Sage Bracers. Das waren die, die mehr
Gold brachten, richtig? Also man könnte mal einen Miner Char benutzen und dem durchgehend dieses Sage Equipment geben und gucken, wie viel er reißen kann, wenn er wirklich nur den Truhen hinterher läuft. Aber ich weiß nicht. Dafür bin ich glaube ich noch nicht gut genug. Also was Bewegungsmuster und Ausweichen und was weiß ich angeht. So, 3, 5. 4000 Gold und ein Teleporter zurück. Nicht hierhin. Doch hierhin. Okay. Wir hätten am Eingang noch so viele Abzweigungen. Ist ja praktisch. Okay. Achso, deswegen haben wir so viele Abzweigungen. Weil ich jetzt wieder an Stacheln sterben werde. Also, diese Stacheln hier. So, kaputt, 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 kaputt. Mann, sieht auch nicht so toll aus. Aber es... Doomwas! Wo bist du, Doomwas? Da. Du sabotierst meine Lebenspunkte wieder auf Forstaktionen. So. Oh. So, schaut schon besser aus. Okay, komischer Raum. Noch ein komischer... Oh, Skelett. Quatsch, Zombie. Aber es war richtig knapp. Hätte mich eigentlich treffen müssen. Oh gut, will ich nicht meckern. Gegner? Nein. Welches Spiel ist das? Sieht aus wie ein Tower Defense Spiel. So, Karte. Oben geht's weiter. So. Hoch, hoch, hoch. Hoch. So. Oh, 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 oh. Wieder viel zu viel Hackmeck und viel zu viele Stacheln. So. Wow, genau, Stacheln, sag ich ja. Kiste ist hier aber nirgendwo eine. Nö. Nur Kronleuchter für eine Münze. Oh, ein Du warst noch. Das sind meine Lebenspunkte. Und dich auch noch. So, und gleich noch so ein Raum. Aber wenigstens. Sehe ich bisher hier keine Stacheln. Nö, keine Stacheln, sehr schön. Gold. 4, 5. 1000 noch was rum. Dann können wir uns dieses Kinder neu durchmixen einmal kaufen. Na komm schon, wir kriegen mehr hin. So. Maya. Jo. Oh. Oh, 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 oh. Wow. Ja, hier kriegen wir das Gold auf jeden Fall schneller zusammen. Aber ist auch gefährlich. So. Oh, ja. Aber der Shinobi oder der Upgrade vom Shinobi hat hier echt den Vorteil, dass er mehr Schaden macht. Und damit selbst diese stärkeren Gegner one-hitten kann. So, jetzt ziemlich leicht. So. Zack. 6000 Gold. Das reicht schon mal. Also ja, 2, 1 Risiko. Wir bleiben hier im Maya-Bereich. Und gucken uns hier mal um. Mit etwas Glück finden wir hier auch den Boss, weil den haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. So. Stacheln. Natürlich Stacheln. Wäre auch langweilig ohne Stacheln. Nicht wirklich, aber ja. Ey.
So. Oh. So. Ein leerer Raum. Und ein Stachelraum. Oh. So. Zurück, 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 zurück. Und weg. 35 Lebenspunkte. Das ist nicht viel. Und hier ist gar nichts mehr. Okay. So, ich würde jetzt ganz gerne zurück zu einem Teleporter. Runter, 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 runter. Ja. Aber ich nehme den Teleporter nicht, sondern gehe zu Fuß. Weil wenn wir den Teleporter nehmen, müssten wir noch einmal durch den Horrorraum, wo diese grünen Springdinger sind und die Eisenkugel mit Stacheln dran. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Oh. Kaching. Komm schon. Wenn ich ein Doom was brauche, um Lebenspunkte wieder zu bekommen, sind sie nicht da. Das ist so klar. Oh, Stachelraum. Yeah. Die bringen sich schon selber um. Und hops. 7500. Ja, doch. Lässt sich was mit anfangen. Also auf jeden Fall das Kinder durchmischen und irgendeine andere Kleinigkeit noch. So, jetzt müssen wir einmal runter und nach rechts. Oh. Kein Schaden. Oh, warte mal, können wir uns durch Feuer durchteleportieren? Das war die falsche Taste. Aber ja, es könnte möglich gewesen sein. Ärgerlich, ärgerlich. So, runter. Und rechts und hoch. Oh. Komm schon, das ist die erste Etage. Hier müssen wir noch ein bisschen Lebenspunkte zusammenbekommen. Es. Ja, nicht bei den Jungs. So, einer tot. Und ich sollte das Gold einsammeln und nicht versuchen, ihn umzubringen. Und tot. Sonja die Dritte inzwischen. Also es gibt wohl ein Kontingent an Namen und wenn man die dann mehrmals erwischt, kriegen die jedes Mal ein römisches Zeichen dazu. Aber hey, wir haben eine Menge Gegner umgebracht, das will doch was heißen. Na gut, gehen wir gleich einkaufen, holen das Kinder durchmischen und irgendeine Kleinigkeit und dann töten wir weiter. Also bis denne.